Willkommen Leute zu The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Wir sind nach wie vor im Waldtempel, haben aber eine Menge geschafft, werden ihn noch bestimmt jetzt gleich abschließen. Davon bin ich überzeugt. Wäre auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn nicht, denn wir haben ja so gut wie alle Räume, ja, wie soll man sagen, untersucht, erkundet. Ich glaube, jetzt kommt erst der Zwischenboss. Ich habe die ganze Zeit immer was von Zwischenboss gelabert, obwohl das noch gar nicht Zwischenboss war. Das hier ist Zwischenboss. Okay. Es ist... Ich weiß es. Das ist so ein Doppelgängergeist. Das heißt, okay. Doppel ist, glaube ich, noch zu wenig gesagt. Es sind ja 4 Stück und die muss man alle abschießen oder so. Warte. Ja, man muss so lange schießen, glaube ich, bis man den richtigen getroffen hat. Du vielleicht. So, jetzt treffe ich den noch nicht mehr, oder was? So, ja, der war's. Immer wenn die dann von danach verschwinden, dann ist es so. Dann habe ich recht behalten. Ich glaube, das war eher so ein nerviger Boss. Oh, first try. Der jetzt einem nicht so wirklich gefährlich werden kann, was die Herzen angeht. Ich würde zwar mal gerne wissen, was passiert, wenn einem die Pfeile ausgehen, aber gut. Will ich jetzt eigentlich nicht ausprobieren. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erschließen kann, wer der echte ist, oder ob man das irgendwie sieht. Ich weiß nicht. Aber mit Glück schaffe ich es hier auch ganz gut. Wir haben es schon geschafft. Und damit ist auch hier die 4. Fackel angezündet. Alles klar. Dann können wir wohl den Aufzug benutzen, der uns ja am Anfang vom Dungeon verwehrt wurde. Wo wir nicht rein konnten. So ein Schiebespiel, Ich schieb mal an, denn aktuell können wir in gar nichts rein. Zack, jetzt schiebt sich das einmal. Jetzt können wir einmal hier zu der lieben Skulltula. Zu der ganz lieben. Zack, die wird einmal aufgeschlitzt. In den Bauch, wo es wohl am meisten wehtut. Okay, vielleicht auch nicht, aber ist auch egal. So, Pfeil gab's dafür. Ich höre eine goldene... War die da? Da war sie! Die goldene Skulltula, ey. Ich glaube, die habe ich immer verpasst. Geil! So, in welchen Raum kommen wir noch rein? Okay, es gibt nur eine andere Möglichkeit. Und die sagt nö. Ja, die sagt einfach nö, die Möglichkeit. Denn Möglichkeiten können seit neuestem reden? Bäh. What I am laboring. So, ist hier irgendwas? Nein. Das ist schon mal... Oder kann man das irgendwie aufkriegen oder so? Ich weiß nicht. Nee, geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Wir drehen einfach weiter. Schon wieder so ein komisches Rätsel. Direkt vorm Boss. Man sieht's ja schon auf der Karte. Wir sind ihm ganz nah. Oh, jetzt können wir das drücken. Oder das ist ein anderer Knopf. Ah, jetzt hat sich das fürs andere geöffnet. Kann ich also gleich zurückschieben? Ja, kann ich machen. Das kann ich machen. So, wieder zurück. Und dann wird sich da gleich ein Weg auftun. Der war nicht hier, sondern auf der anderen Seite. Gut. So, was passiert hier? Da öffnet sich wahrscheinlich noch ein ganz neuer Pfad. Also es war auf so einem blauen Ding. Ja, ist im Prinzip egal, wie rum ich das jetzt tue. Dann haben wir das Rätsel, glaube ich, geschafft. So. Haben wir es geschafft? Okay, es ist noch gar nicht auf dem blauen. Ich dachte jetzt, mit einmal drehen wäre es schon getan, aber nee. Dann noch einmal. So, jetzt haben wir es aber geschafft, ne? Ist hier noch irgendwas? Ja gut, der letzte Knopf natürlich. Und nun steht uns der Weg frei. Oh Mann. Ich habe ein bisschen Angst. Ja gut, was heißt Angst? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Über diese angsteinfrierenden Bilder. Und angsteinfrierend war wieder eine neue Wortschöpfung, glaube ich. Ja. Muss ich gleich mal patentieren gehen, dieses Wort. Nein. Ich hasse den Boss so sehr. Ich hasse ihn so mega sehr. Ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jedenfalls den ersten Teil vom Boss. Wenn er denn mal erscheinen würde. Hä? Mach ich irgendwas falsch?
Muss ich ein Lied spielen oder so? Oder warte mal. Ah, okay. Man muss wieder abhauen wollen, dann funktioniert's. Oh, scheiße. Ganondorf ist es. Höchstpersönlich, oder? Na? Nee, eben nicht. Das ist nämlich so ein Fake-Ganondorf, wie ich ihn nenne. Reiten des Unheil-Phantom-Ganon. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was der Unterschied zwischen Ganondorf und Ganon ist. Tut mir leid. Wäre schön, wenn ihr mich darüber aufklären könntet. So, das Ding ist, wir müssen jetzt ihm mit dem Pfeil abschießen. Und es werden immer zwei Pferde auftauchen. Ich habe jetzt mit Glück das Richtige erwischt. Aber, ja, es werden immer zwei auftauchen und nur eins von davon ist richtig. So, nur der Richtige kommt raus. Er ist es nicht. Wo ist der Richtige? Oh Gott, verkackt. Lächerlich verkackt. Ich weiß nicht, wie man es erkennen kann. Tut mir leid. Wo? Ich sehe keinen. Da ist einer. Nein, der ist es schon wieder nicht. Kann ich den noch abschießen? Nein. Ich weiß nicht, wie man es rausbekommt. Ich weiß auch nicht, ob hier noch irgendein anderes System hintersteckt. Da ist einer. Und da ist einer. Hä? Hä? Nein! Boah, das zieht ja voll viel ab. Scheiße, ne? Boah, ich hasse das so. Da braucht man... Ja, wahrscheinlich braucht man kein Glück, aber... Ich verkack's halt immer gerne. Nein, der ist es nicht. Ah! Wenn ich ihn nochmal erwischen würde, wenn er in der Luft ist. Ich glaube, da kann man den auch noch treffen. Da kann man ihn bestimmt auch noch treffen. Okay, hier. Ja, der ist es. Gut. Gut, gut, gut. Bei Zweifel immer hier nicht in die Ecken gehen. Also das ist für mich eine Ecke. Denn dann erwischt einem das Elektro-Ding, glaube ich, nicht. Okay, direkt nebeneinander. Der ist es. Den schaffe ich. Ja. Ja, jetzt kommt die zweite Form. Die kann ich nämlich eigentlich ganz gut. Der wird jetzt gleich mit solchen Lichtbällen werfen. Und die muss man zurückschleudern. Zack. Und... Nein, oder? Ernsthaft jetzt? Ich erwische ihn nicht. Okay, gleich die nächste Chance. Ich glaube, der darf nur einen Schlag machen, deshalb eben den Schlitzer. Okay, gut. Gut, ja, es läuft. Jetzt, wo ich die schlimme Form da überstanden habe... Alter, wie oft erwische ich den denn? Jetzt, wo ich die schlimme Form überstanden habe, da ist er doch eigentlich... Ja, eigentlich doch ganz einfach. Eigentlich. Denn er wird jetzt immer... die Bälle zurückschleudern, aber eigentlich kann ich das auch unter normalen Umständen, ne? Ja, klar. Glaubt mir eh keiner, aber eigentlich kann ich das. Zack, zack, zack und batz. Ja, Ganon, jetzt kannst du einpacken. Kann aber auch sein, dass Ganon irgendwie so eine Art Tier ist. Also ein bisschen Ganondorfs Körper ähnelt, aber ein Tier ist und Ganondorf einfach eine normale Menschenfresse hat. Beziehungsweise, ja gut, seine Fresse sieht nach den Gerudo-Kriegern aus. Okay, nicht wirklich, nee, auch nicht. Aber, ja, kann man zwar auch nicht Mensch nennen, ne? Ja, ich weiß nicht, ich erkenne die Problematik. So, ich bin jetzt endlich mal down kriegen. Bam, ist es eigentlich gleich vorbei. Das würde mich interessieren. Und zwar brennend. Brennend. Okay, wir können mehrmals erwischen. Ach, da ist er schon down, der Kleine. Da kann man ja fast Mitleid haben, wenn man so ein Schwächling ist. Ich hätte mir es eigentlich viel schwerer in Erinnerung. Du hast dich tapfer geschlagen. Du hast nur meinen Phantom besiegt, triffst du meinem Wahn ich gegenüber, dann werde ich dich sowas von platt machen, ne? Ich werde die reitende Kreatur nun in der Tiefe in der Dunkelheit zerstören und zerstückeln lassen und... Ah, wieso ist mein Text immer so schnell weg? Ne, ernsthaft jetzt, also... Wieso kommt der Text immer so schnell weg? Ich drücke überhaupt nichts, nur damit ihr es wisst. Und immer schon geht's weiter, aber...
Das kann man ja auch nicht. Selbst wenn man es nicht vorliest, kann man das kaum lesen. Also. Ja, da müsste man schon das Bild pausieren können. Könnt ihr zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass man das macht. Denn ja, es kommen genug Texte in dem Spiel vor, sagen wir mal so. Okay. Wir sind anscheinend wieder in der Halle der Weisen. Cool. Na, Salia ist die Weise. Es war klar, es war klar. Danke. Dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Ich bin Salia, die Weise des Waldtempels. Ich habe stets gewusst, dass du zu höherem berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich. Doch es ist deine Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich, wir können nicht in derselben Welt leben. Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dieses Amulett an dich. Ja. Na gut. Da haben wir schon das zweite Amulett. Und es ist grün wie ein Wald. Das Amulett des Waldes. Salia gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihr ihre Kraft. Ich werde immer deine Freundin sein. Ja, eine merkwürdige Haarfarbe hat sie ja schon, ne? Nein, ich werde nicht so sein, aber... Wäre mir lieber zum Beispiel als Ruto, ne? Will ich ja nur mal gesagt haben. Und was ist das? What's that? Es ist ein Baum mit Fresse. Sei gegrüßt! Ich bin der Spross des Dekobaumes. Weil du und Salia den Fluch vom Waldtempel genommen habt, kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank! Okay. Hast du deine alte Freundin... Deine alten Freunde wiedergesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Kokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nun, du hast es sicher schon geahnt. Du bist kein Kukiri, du bist ein Hylianer. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Okay. Der Spross des Dekobaums scheint wohl den normalen Dekobaum zu verkörpern. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade dauerte. Um diesen Krieg zu entkommen, gab eine junge hylianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Als sich das Leben der Mutter dem Ende neigte, vertraute sie es dem Dekobaum an. Der Dekobaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jedem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Ja. Oh. Du bist Juliana. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Dein Schicksal, nun, es hat sich endlich erfüllt. Du weißt, was zu tun ist. Oder was du zu tun hast, wie auch immer. Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Aaron. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Es war schon eine Überraschung zu erfahren, dass Salia eine der Weisen ist, nicht Aaron? Woher Sheik das wohl weiß? Nun, lass uns mal zur Zitadelle der Zeit gehen. Okay. Okay. Alles klar, das werden wir machen. Warte mal, gibt's... Haben wir schon... Nein, haben wir nicht. Gut. Ich würde sagen... Ich schneide den Weg dahin. Wir sehen uns dann dort. Oh, falscher Knopf. Fail. Halt, ein kurzer Zwischenstopp, denn ich möchte mir jetzt Epona wirklich holen. Ich habe mir das nochmal angesehen, wie man das holt. Ich weiß, ich habe euch um Tipps gebeten, aber ja. Zu dem Zeitpunkt, in dem ich euch gebeten habe, jetzt habe ich auf Ja gedrückt,
der Part noch nicht freigeschaltet. Von daher musste ich selbst nachgucken. Also es ist meines Erachtens, ja, Zufall. Einfach doofer Zufall. Oh, jetzt habe ich mich verspielt. Es ist einfach Zufall. Also vielleicht muss man mehrmals reiten oder so, aber ja, ganz genau habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Der Typ, den ich gesehen habe, der ist halt mehrmals geritten. Und der wusste auch nicht, wann und wieso das so klappt, ne? Ich glaube, der hat Folgendes gemacht. Der ist einfach mal hier so ein bisschen die Runden geritten und hat es dann so am Ende, gegen Ende versucht. Gegen Ende der Reitzeit. Epona, du darfst auch darüber springen. Du darfst tatsächlich darüber springen. Und jetzt mal mit voller Kanne. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Ich glaube, ich reite sogar falsch rum oder so. So ein Schmarrn und... Ja! Okay, ich versuch's mal. Eigentlich schon, wie ich es gemacht habe. Man muss den Typen ansprechen. Und stocken. Und reden. Du reitest nicht schlecht. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Eine Runde um die Koppel. Der Gewinner erhält, sagen wir, 50 Rubine. Ja, es klappt. Ja! Das müssen wir machen. Am Anfang sind es nur 50 Rubine, aber der Preis wird sich in jedem Fall beim zweiten Mal verbessern. Okay, ihr wisst wahrscheinlich eh schon, was wir machen werden. Wir werden die Pona holen. Ja, einfach mal so ein Rennen um ein Pferd. Oh, zack und zack. Ja, komm, wir fahren dem locker weg, beziehungsweise wir reiten dem locker weg. Zack, jetzt mal aufladen. Zack und zack. Yeah. Okay. Ah, vermaledeit. Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nichts von dieser Demütigung. Hey du, wie wäre es mit einer Revanche? Gewinnst du? Gehört dir das Pferd. Ha! Okay, der will's wissen. Der will hier nochmal seine geheimen Tricks auffahren. Zack. Der, ja, beim zweiten Mal ist er schwerer, aber ich glaube, man kann nicht so gut gegen den verkacken. Ist halt nur ein bisschen blöd, den zu überholen. Ja, jetzt habe ich... Nein! Ach, shit. Alter, wenn ich das verkacke, ne? Nein, nein, nein! Das darf nicht wahr sein. Ich hab's verkackt. Ich hab's... Oh Gott, das ist so einfach, ne? Das habe ich noch nie verkackt. Ich konnte ihn einfach nicht überholen, ne? Ich hatte immer genau das falsche Timing oder so. Im ersten Rennen habe ich nur geblufft. Wie könnte ich gegen dich verlieren? So. Jetzt nochmal. Erstmal für 50 Rubine und ja. Komm. Ist egal. Das vergessen wir mal ganz schnell, den Fail. Den habt ihr am besten gar nicht mitbekommen. So, jetzt haben wir den mal Anfang sogar überholt. Das Ding ist jetzt nur, dass wir das jetzt wieder zweimal machen müssen. Ist natürlich derbste Zeitverschwendung und so, aber... Ach komm, ist ja egal, ne? Ist egal. Muss ich auch nicht für solche Sachen entschuldigen, denke ich mal. Denn, ja, es passiert ja irgendwie eben, ne? Jedem LP und einmal eine Runde drehen. Ah, vermaledeit. Vielleicht hatte Gandalf immer noch nichts davon erfährt. Das war nochmal um das Pferd drin. Nochmal um das Pferd drin? Ach komm, egal. Egal, meine Sprache ist ein bisschen eingerostet. Okay, so kann man das wahrscheinlich nicht sagen. Scheiße. Komm, hätte ich den überholen müssen. Komm, jetzt gleich. Wenn er jetzt in die Kurve fährt. Ja. Ja. Och, komm. Yes. Komm, das haben wir gewonnen. Ja. Ja. Geht doch. Alter, wieso tue ich mich auf einmal damit so schwer? Wie kann das sein? Ist das wirklich Epona? Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinem Rücken zu zähmen, du? Ich wollte Epona dem mächtigen Ganondorf zum Geschenk machen. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeit. Nun gut, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen, das Pferd möge dir gehören. Nur, naja, das ist also eine klitzekleine Kleinigkeit. Die Farm darfst du mit ihm nicht verlassen. Boah, der ist so ein mieses Schwein, ne? Er ist so ein mieses Schwein, ne? Weißt du, was wir jetzt machen? Wir reiten den einfach um. Los, Epona. Das ist doch dein Wille. Das willst du doch auch. Zack.
Yay. Einfach mal runtergesprungen. Alles klar, alles klar. Boah, es sieht so cool aus, wie man da reitet, ne? Ich meine, eigentlich mag ich Pferde gar nicht, ne? Ja, aber Epona ist schon ein prächtiges Tier. So, jetzt sind wir endlich mal hier auf der Ebene vom Hyrule viel schneller. Oh nein, wir müssen auch schnell sein, wir müssen schnell... Oh nee, gleich wird die Zugbrücke hochgefahren. Obwohl, wird die überhaupt noch hochgefahren? Ich weiß es nicht. Nee, die ist... Hä? Wo kommt er denn auf einmal her? Die ist ja eh kaputt. Okay, was laber ich? Gut, Leute, dann würde ich sagen... ja, werde ich im nächsten Part bei der Zitadelle der Zeit starten. Wir sind ja jetzt so oder so schon nah dran. So, noch eben hier ein bisschen was zerschlagen. Was will er eigentlich? Sieht ein bisschen komisch aus. Oh, du bist ja ein agiler junger Mann. Und du bist auch ganz ansehnlich und mutig. Aaron heißt du nicht, wahr? Schau nicht so, ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussehen würde wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Aber hier, immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass es auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder auch Nachtschwärmer. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen auch die Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Ah, das ist eine Sidequest. Ich glaube, dafür ist auch dieser Geist, den wir gerade gesehen haben. Gut, wir werden im nächsten Part dann vor der Zitadelle der Zeit stehen. Bis dann und ciao.